Buongiorno, Freunde, und herzlich willkommen zurück bei einem nächsten Part von Horizon Forbidden West. Ja, im letzten Part hatten wir uns ja auf die Suche gemacht nach dem Gaia-Backup im Far-Zenet-System da, in der Station. Und die haben wir leider nicht gefunden. Ist das eine Statue von mir? Ja, das ist eine Statue von dir. Und ist neu? Ja, und da haben wir das Gaia-Backup dann leider nicht bekommen und sind dann mit Val erstmal wieder hier zurück nach Meridian gegangen, weil hier dieser Typ hier, oh, warte mal, so, Marat, den man auch aus dem ersten Teil kennt, uns gesagt hat, dass das, Val hat uns gesagt, dass er ein guter Sucher ist, was jetzt Informationen angeht oder Personen angeht, die man aufspüren kann. Und wir schauen jetzt mal hier in Meridian. Man hat es auch gerade schon gesehen. Da ist die Kugel, die man im ersten Teil kaputt gemacht hat mit Hades. Und die sollen wir untersuchen. Ich würde aber mal sagen, wir gucken uns hier erstmal kurz ein bisschen um, ob hier nicht irgendwelche Truhen sind oder so. Und dann gehen wir zu der Kugel und schauen mal, was das mit dem Turm auf sich hat. Dieser Turm hat ja übrigens auch die Signale ausgesandt, die Hades dazu verholfen haben, könnte man sagen. Ah, mit Kreis können wir dann abspringen, okay. Verholfen haben, Kriegsmaschinen auf uns zu hetzen. Und dann gab es ja im ersten Teil einen Riesenkrieg, deswegen. Okay. So, wo gibt's denn noch irgendwelche Truhen? Okay, ich nehm's mit einem Gräber auf. Plünderer, kein Problem. Aber diese ganzen unbekannten Maschinen, behalt das für dich. Der Kampf hat hier wirklich alles verwüstet. Ja, der Kampf hat hier wirklich alles verwüstet, ja. So, hier ist noch eine Truhe. Ja, du. Ich hab grad zu tun. Wir reden demnächst. Okay. Ja, da im Hintergrund sehen wir Meridian, die Sonnenstadt, wie die auch immer sagen. Das heilige Sonnenland, wo die Kaja leben. Ja, der Kaja-Stamm. Und die Osaram, die arbeiten quasi mit denen zusammen, weil die Osaram sind halt gut da drin, Sachen herzustellen und zu schmieden und so weiter. So, begutachten. Was ist das denn? So ein Altar? Schlacht der Flamme zu Ehren. Viele mutige Menschen haben diesen Ort gegen Hades verteidigt. Ja, das stimmt. Finde ich aber schön, dass sie das hier so erzählen und auch ein Denkmal machen für die, die gefallen sind halt im Kampf. Sie ist hier auf der Flamme. Maschinenkadaver. Überreste von der Schlacht der Flamme. Oh, das müsste ein Säbelzahn sein, ne? Von den Maschinen, die Hades kontrolliert. Aber wir setzten uns durch. So. Da müsste noch oben was drauf sein, oder? Da sind auf jeden Fall noch welche. Von diesen Strohpüppchen. Da ist was. Kleines Lager für Wertgegenstände. Aha. So, für Gutachten. Ich sollte wohl geschmeichelt sein von der Statue. Aber es fühlt sich falsch an, wenn meine Aufgabe gar nicht fertig ist. Aber es ist doch schön, eine Statue zu haben, oder? Dass die Leute an dich gedacht haben, Aloy. So, gehen wir mal zu der Truhe da oben hin. Hallo. Da alle so tüchtig am Arbeiten. Ja. Ja, wenn wir gut halten, R2, machen wir einen schweren Schlag. Später gibt es wahrscheinlich auch noch verschiedene Kombos, die wir ausführen können. Genau, Wucht an. Zack. Ja.
passiert dir automatisch an, glaube ich, oder so, ne? Kann das sein? Ich weiß nicht, ob das irgendein Achievement gibt oder so. Deswegen machen wir die mal kaputt. So. Der hängt ein bisschen, ne? Boah. Warte mal. So, jetzt. Der hängt irgendwie in der Luft. Okay. Du bist das Thema der Stadt. Eine Heldin. Na gut, ich sag, das hier ist besser als im Schrecken zu sein. Ich reagiere nicht gut auf die Pieter. Was? Da wird mir halt angezeigt, dass wir da hochklettern können, aber da kommen wir gar nicht hin. Müssen wir hier rum. Wahrscheinlich. Willkommen zurück, Retterin. Wir stehen zu Diensten. Ja, wir kommen zurück. So, das ist Meridian. Da waren wir im ersten Teil. Ja, ich hab so tun. Genau, über diese Brücke und dann ab zur Stadt. Sehr schön, wie sie das hier nochmal alles aufgegriffen haben. Dass dein Ruf dir vorauseilt, ist eine Untertreibung. Da kommen wir bestimmt nie hin, oder? Doch. Willkommen. Oh, okay. Oh, da ist ja was. Pflänzchen. Heilende Beere. Schön. Nehmen wir mit. So. Okay. Dann kommen wir da auch hoch, weil ja, da war nämlich das. Ich hoffe, es geht dir gut. Ja, ja. Man tut so, was man kann, ne? Gut, da kommen wir nicht hoch, ne? Doch, 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 doch. Ja. Ja. Meridian. Es steht noch, trotz der Schlacht gegen Hades und die Eclipse. Hä? Wo ist die? Ach so, da ist die Truhe. So, dann hoch. Ich will hier natürlich versuchen, immer alles mitzunehmen oder so. Okay. So, dann haben wir, glaube ich, alles. Untersuche die Kugel, die Hades enthalten hat. Machen wir doch. Warte, was hast du noch gesagt? Okay. Marat. Lass mich wissen, wenn deine Untersuchung beendet ist. Ja. Okay. Fass. Kein gutes Gefühl. Bohrung 7. Quantenprozessmodul. Schwer beschädigt. Die krieg ich niemals da raus. Okay, der Speer, der. Er kann nicht. Doch. Etwas wurde von der Spitze des Turms übertragen. Ich muss wohl irgendwie da hoch. Okay, der Speer, der vorher Silence gehört hat, den wir aus dem ersten Teil kennen. Vielleicht kann ich zu dem Vorsprung hinter mir springen. So. Haben wir geschafft schon, Aloy. Der hat sich auf einmal aufgelöst und da stand irgendwas von Verbindung. Irgendwie, ja, vermittelt oder transferiert. Quasi. Kann man das hier ziehen, ne? Na, also. Okay. Wie komme ich jetzt zum
Wachturm rüber. Warte mal. Nee, nicht so. Nochmal wahrscheinlich. Oder? Erstmal scannen. Könnte mein Zugwerfer helfen. Aha. Ja, hab ich auch schon dran gedacht. Und dann können wir hier hochklettern. Okay. Machen wir das mal. Jetzt sollte ich da hochkommen. So. Falls ihr euch wundert, ich habe ein bisschen kurz noch was in den Einstellungen geändert. Ja, zum Beispiel, dass wenn wir hier die Waffen haben oder so, da ich nur einmal drücken muss, die X-Taste, und nicht halten muss, damit er die Munition auffüllt. Der Nase wollte Silence mir helfen. Er hat mich wohl ausgetrickst. Sie hat etwas über den Turm übertragen. Hat er alles gerettet? Warum sollte er? Wenn ich rausfinde, wohin es geschickt hat, werde ich ihn finden. Ich hoffe, der Übertragungsknoten oben sagt's mir. Oh, da ist ein Spalt in der Platte. Ob ich von innen da hochkomme? Ah. Silence hat Hades gerettet? Oder könnte ihn gerettet haben? Und hat dafür gesorgt, dass irgendwie Daten übertragen wurden? Ist Silence jetzt doch der Böse? Mal sehen. Zugangsliff aktiviert. Mein Glückstag. Wartungskonfiguration wird eingeschaltet. Das Ganze öffnet sich. Wie kann er sich das wohl erklären? Aloy, du hast meine List also endlich aufgedeckt. Ehrlich gesagt, ich bin überrascht, dass es so lange gedauert hat. Du hast mit der Lanze Hades gestohlen? Wie kannst du so leichtsinnig sein? Leichtsinnig? Du wolltest Hades doch löschen, ohne vorher sein kostbares Wissen zu extrahieren. Das geheimnisvolle Signal, das ihn weckte zum Beispiel. Oder wo man eins dieser Gaia-Backups bekommt, nach denen du so lange gesucht hast. Wenn du es wusstest, wieso hast du es mir nicht gesagt? Ich hatte in den letzten Monaten eigene Probleme, Aloy. Der Unterschied ist, ich bin vorangekommen. Also wenn deine Wut über meine absolut notwendige Täuschung verraucht ist, komm doch zu mir in den verbotenen Westen und sieh dir an, was ich entdeckt habe. Oh ja, ich werde kommen. Ja. Tja. Mit den Koordinaten bin ich leicht zu finden. Das schaffst sogar du. Ich sollte Val und Marat sagen, was ich gefunden habe. Also hat Silence quasi Hades mehr oder weniger gestohlen, also für sich beansprucht mit dem Speer, quasi für sich übertragen, weil er der Meinung ist, notwendige Informationen erhalten zu können durch Hades noch, wo diese Gaia-Backups sind, und vielleicht verfolgt Silence ja auch denselben Plan, dass er diese Gaia-Backups haben will, um die Menschheit wieder da zu retten und dahin zu stellen,
wo das Gaia-Backup sie dann hinbringen kann, dass das wie so eine Erlösung ist für die Menschen, damit die dadurch Wissen erhalten und so und dieses Terraforming-System da wieder in Ordnung läuft. Ich glaube, der tut das aber aus... Also, ich denke, er tut das Richtige, aber sucht den falschen Weg. Deswegen sagt er ja notwendige Taten. Naja, gucken wir mal weiter. Du bist reingegangen, veränderte sich. Fast wie am Tag des Kampfes. Ich bin nur dankbar, dass es heute so stürmisch ist. Nur wenige werden die Veränderung gesehen haben. Was hast du entdeckt? Hades. Die Gefahr ist nicht gebannt. Sie ist im verbotenen Westen. Und ich muss ihr folgen. Ah ja, das könnte schwierig werden. Der Westen heißt nicht umsonst verboten. Ein stammwilder Krieger kontrolliert den Großteil, die Tenakt. Und sie lassen niemanden über die Grenze. Gleichwohl konnte Sonnenkönig Avad einen fragilen Frieden aushandeln. Tatsächlich soll sich eine Gesandtschaft zur Grenze aufmachen. In 1-2 Tagen. Wenn du unter ihrem Schutz an dem Treffen teilnimmst, lassen dich die Tenakt vielleicht passieren. Statt dich zu jagen und sofort anzugreifen. Ja, das fehlte noch. Mehr Mörder. Ah, der Sonnenkönig. Aloy, schön dich zu sehen. Du warst so schnell weg. Wir hatten nie Gelegenheit, uns zu bedanken. Zeigen wir der Streiterin jetzt den Speer, bitte? Itamen, sei still. Es stimmt, wir haben Geschenke. Die Etikette verlangt normalerweise eine Zeremonie im Palast. Aber ich dachte, dir ist es etwas zwangloser lieber. Bringt sie her, bitte. Aber das ist alles wirklich sehr nett. Uthid, Vanasha. Schnell, geben wir sie ihr, bevor sie wieder verschwindet. Wirklich? Muss das sein? Setz es auf. Es ist wunderschön. Im Namen aller Einwohner des Sonnenreichs sollen diese Gaben unsere ewige Dankbarkeit zeigen. Vielleicht möchtest du noch mehr Zeit mit deinen Freunden verbringen. Komm zu mir, wenn du abreisebereit bist. Ich muss die Master-Überbrückung an meinem neuen Speer befestigen. Hier muss doch irgendwo eine Werkbank sein. Eine Werkbank? Was? Du kannst die Sichtbarkeit von Aloys Kopfschmuck im Bereich allgemein im Hauptmenü ein- oder ausschalten. Oh, ich find's aber eigentlich ganz gut, wenn dieser Kopfschmuck hat, ne? Oder? Verdeckt jetzt nicht zu viel vom Gesicht oder so. So. Können auch mit einigen hier sprechen. Aber wir können auch mal hier ins Menü gehen. Karte. Oh, schöne Karte hier vom Meridian. Heißt das, wir können hier noch lang gehen, oder? Ah, gucken wir mal. Okay. Achso, der Speer ist schon direkt ausgerüstet hier. Streiterin schwer. Okay. Gut, dann reden wir erstmal mit den Leuten noch. Optional. König Avad. Der Bildhauer wollte etwas viel Größeres. Doppelt so groß. Mit Gold und Juwelen. Aber ich dachte mir, dass dir das nicht gefallen würde. Du hattest recht. Es tut mir leid, Avad. Schön, dich zu sehen, aber ich kann nicht bleiben. Verstehe. Ich hatte gehofft, du bleibst eine Weile in der Stadt. Vielleicht im Palast? Meridian ist noch in Gefahr. Aber das ist nicht alles. Deshalb muss ich dringend nach Westen. Ins Tenakt-Gebiet. Bei der Sonne, die Tenakt?
Tja, vielleicht hat Marat es dir schon gesagt. Aber nach Jahren der Feindschaft gibt es jetzt einen Waffenstillstand. Vielleicht sogar endlich Frieden. Eine weitere Gesandtschaft wird bald dorthin aufbrechen. Wenn du sagst Jahre der Feindschaft, meinst du die roten Raubzüge? Ah ja, mein Lieblingsthema. Es tut mir leid, aber ich muss das wissen. Wie du weißt, überfiel mein Vater alle Nachbarstämme. Die Osseram, Banuk und Nora litten sehr und kämpften so gut sie konnten. Aber niemand kämpfte wie die Tenakt. Sie griffen unsere westliche Front an, in Fahrlicht, und jagten uns aus ihrem Land. Sie nach all dem zu Gesprächen zu bewegen, war schwierig. Hoffnung auf Frieden? Wie hast du es geschafft, dass die Tenakt jetzt wieder mit euch reden? So wie ich es bei dir geschafft habe. Mit Geschenken. Die Tenakt mögen Kopfschmuck? Eher Metall, Gewürze und Relikte, die unsere Kriegsbeute waren. Wir trafen uns öfter mit ihnen. Und die Geschenke lockerten die Spannung. Aber die jetzige Gesandtschaft ist die wichtigste. Es gibt ein deutliches Zeichen der Tenakt, dass sie langfristig Frieden wollen. Das mit der Gesandtschaft. Was macht die Gesandtschaft so besonders? Wie heute macht sie eines besonders. Nämlich der Gast. Unsere Delegation trifft sich mit den Tenakt vor Fahrlichtstoren. Wir geben ihnen Schätze und sie uns einen Gefangenen. Verscharf. Einen unserer besten Soldaten. Soldat? Nicht eher Räuber? Nein, nicht in diesem Fall. Verscharf ist mein Cousin. Er ist von anderem Schlag als Helis. Er schloss sich der Westexpedition an, weil er hoffte, gewisse Exzesse zu verhindern. Doch er wurde bei der Schlacht um unsere Basis in Zinnobasande gefangen genommen. Und ist bis heute nicht zurück. Helis war der Antagonist in Teil 1, den wir dann auch, denke ich mal, besiegt haben, ja. Verscharf. Dein Cousin, Verscharf. Wie lange ist er schon Gefangener der Tenakt? 5 Jahre. Tenakt-Gesandte schwören, dass es ihm gut geht, aber ich weiß nicht. Der Stamm ist berüchtigt für seine Brutalität. Wie hat er überlebt? Tja, das werde ich bald wissen. Wenn du ihn vor mir triffst, sag ihm, dass ich ihn in Meridian erwarte, wo er hingehört. Wenn ich ihn sehe, mach ich's. Itamen. Itamen wird glücklich. Du hast ihn aus Sonnenfall geholt. Wenn er glücklich ist, verdankt er das dir. Er wächst zu einem guten Mann heran, der er auch sein muss, wenn er die Krone erben soll. Wäre nicht dein Sohn der nächste Thronfolger? Ja, tja. Dazu müsste ich erst einmal heiraten. Marat versucht schon dauernd, mich zu verkuppeln. Aber ich suche wohl etwas, das diese Damen einfach nicht sind. Auf jeden Fall habe ich den Thron nie begehrt und will nicht ewig darauf sitzen. Wenn Itamen alt genug ist, möchte ich abdanken. Befreit von der Krone, kann ich vielleicht endlich die Welt bereisen. Wer weiß, vielleicht begleite ich dich sogar auf einem deiner Abenteuer. Bei dir klingt das so einfach. Und die da, ist der da ein bisschen am Flirten mit Aloy, oder? Ich muss jetzt los. Einen Moment, Aloy. Ich muss dich was fragen. Ich konnte an fast nichts anderes denken. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Aber es muss sein. Mm-mm. Als du plötzlich weg warst, wusste ich nicht, ob ich dich je wiedersehe. Ich will dich nicht aufhalten. Oder einengen. Aber ich muss wissen, wenn deine Mission erfüllt ist, kommst du dann zurück nach Meridian und bleibst. Lang genug, dass wir Zeit haben, uns richtig kennenzulernen. Vielleicht.
Entscheidungspunkte bieten Möglichkeiten, eine emotionale Wahl zu treffen, wie Aloy ihre Persönlichkeit ausdrückt. Liegt an dir. Wähle die Faust und Aloy stellt sich der Herausforderung direkt. Wähle das Gehirnsymbol und Aloy nutzt ihre Einsicht, um eine clevere, weniger offensichtliche Herangehensweise zu nutzen. Wähle Herz und Aloy bekundet ihr Mitgefühl oder verleiht ihren tiefsten Überzeugungen Ausdruck. Ja, logisch würde man sagen, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, ne? Aber ne, sollen wir dem Hoffnung geben? Geben wir dem Hoffnung. Ich möchte Meridian wiedersehen, Avad. Und dich. Aber diese Mission ist mein Leben. Ich denke an nichts anderes. Und das muss so bleiben. Was danach passiert, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich wüsste nicht, wo ich anfangen soll. Nun, wenn du in Meridian damit anfangen möchtest, solltest du wissen, dass du hier immer hoch willkommen bist. Erfüll deine Mission, Aloy. Ich hoffe auf deinen Erfolg und freue mich auf deine Rückkehr. Tash. Ach, guck mal. Itamel. Nasadi. Königswitwe Nasadi. Gesegnete Streiterin. Itamel, wie sagt man? Mein bescheidener Dank, Streiterin, für die Rettung meiner Mutter und mir aus Sonnenfall und für die Verteidigung der heiligen Stadt gegen die Truppen des Schattens. War das richtig? Das war sehr gut, Itamin. Und gern geschehen. Streiterin, bringst du mir bei, wie ein echter Maschinenjäger zu schießen? Itamin. Ich habe eine wichtige Mission, Prinz. Um die Welt zu retten? So in etwa. Aber wenn ich zurück bin, gebe ich gerne Tipps. Wäre mir eine Ehre. Wir schulden dir unser Leben. Und das vergessen wir nie. Möge die Sonne dich führen. Achte auf Donnerkiefer, Streiterin! Schön vorgetragen. So, was haben wir denn da hinten noch? Ein Teil des Todbringers, den ich besiegt habe. Diese Maschine war die letzte Verteidigungslinie für Hades. Sie hat die Kugel hergeschafft und mich beinahe getötet, aber jetzt ist sie nur noch Schrott. Ich glaube, das ist nicht das letzte Mal, dass wir so einen Todbringer hier sehen. Wo ist denn dieser Utid und die Navasha oder Nasasha? Die eben auch da oben vielleicht? Ja, da oben. Stillgestanden, Soldat. Da, so. Eine Werkbank. Ah, eine Werkbank. Aber wir reden erstmal mit Nasasha. Uthid, Vanasha. Vanasha. Danke, dass ihr hier seid. Ist doch klar. Obwohl du uns nach dem großen Kampf so im Stich gelassen hast. Vanasha, nicht. Sie ist jetzt hier, oder? Ja, im Moment. Aber ich kenne doch diesen Blick. Sie hat etwas zu erledigen. Und zwar nicht in Meridian. Du weißt, dass ich nicht gegangen bin, weil ich wollte. Ich hatte... Deine Jägerin, bitte. Du musst dich vor uns nicht rechtfertigen. Du hast uns gerettet. Wenn du gehen musst, geh. Mit unserem Segen. Immer. Wie ist es euch ergangen? Ihr seht beide richtig gut aus. Mr. Superschick hier ist jetzt leitender militärischer Berater des Sonnenkönigs. Das heißt, dass Leute ihm tatsächlich zuhören müssen. Die Sonne sei den armen Seelen gnädig. Wenigstens sage ich ab und zu mal was, das Substanz hat. Wie bitte? Ich bin beim Zuhören kurz eingeschlafen. Und was ist mit dir, Vanasha?
Ich kümmere mich um Nasadi und Itamen. Zwei Drittel Wächterin, ein Drittel... Schlechter Einfluss. Ich wollte Kindermädchen sagen, aber deine Version ist besser. Schlechter Einfluss, ja. Was ist denn mit Itamen? Du als Kindermädchen, seltsam. Itamen hat es gut. Moment mal. Ich bin nicht völlig zahm geworden. Nasadi war die Frau des verrückten Sonnenkönigs. Sie hat Feinde. Ich musste einige Anschläge verhindern. Klar. Gib's bloß nicht zu. Aber innen drin bist du weich wie ein Seidenkissen. Oh, du hast keine Ahnung. Hä? Oh je. Wir waren gerade bei Itamen? Ja, okay, ich geb's zu. Itamen ist süß, lustig. Und er bewundert mich. Ich mag ihn. Außer wenn er vergisst, sich die Hände zu waschen, nachdem er im Garten hinter dem Solarium Würmer gesucht hat. Was ist mit den Schattenkaja geworden? Ich war seit Monaten nicht im Sonnenfall. Was wurde aus den Schattenkaja? Als du die Eklipse ausgelöscht hattest, gab es kaum noch Priester und Offiziere, die die Leute terrorisieren konnten. Awad bot allen Straffreiheit an, die nur unter Zwang gehandelt hatten. Also räumten die Leute die Zitadelle und gaben sie ihm zurück. Das Sonnenreich wurde vereint. Awad wollte, dass Uthid die Garnison dort kommandiert. Aber Hauptmann Knuddels wollte nicht. Gerüchten zufolge wollte er bei mir bleiben, hier in Meridian. Völliger Quatsch, natürlich. Also... Ich weiß. Du musst los. Geh. Fort mit dir. Immer eine Ehre, Streiterin. Immer eine Freude. Und bitte, kleine Jägerin, komm bald zurück und erzähl uns von deinen Abenteuern. Ich bin ruhig geworden, aber ich will von deinen Taten hören. Werden wir machen, Navasha. Vanasha. Komischen Namen. So, Werkbank benutzen. So, installiere die Masseüberbrückung und ein neues Modul, um den Aufbau und die Freisetzung von kinetischer Energie im Kampf zu ermöglichen. Für den Einsatz ist die Fähigkeit Resonatorstoß erforderlich. Machen wir das hier ran. Zack. Das habe ich nicht von dir erwartet. Okay. Fertig. Masterüberbrückung installiert. Und was Neues. Um Energie zu speichern und freizusetzen, ein Resonator. Hilft sicher im Kampf. Jo. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich brenne vor Vergnügen. Genau, leichte Angriffe können Panzerplatten so ein bisschen kaputt machen und so. Genau, mit schweren Angriffen kann man auch noch richtig Schaden dann machen bei der Maschine. Und mit dem Wuchtangriff kann man die dann sogar für eine Zeit lang ein bisschen stilllegen. Also, wie so ohnmächtig. So, Marat und Wahl. Bist du bereit zum Aufbruch? Oder brauchst du noch ein bisschen Zeit? Nein, wir sind bereit. Zeit zu gehen. Wir haben uns alles genau umgeguckt und mit jedem geredet. Los geht's. Ich sollte mal los. Wenn ich nach Westen will, brauche ich wohl ein Wegerecht von den Tenakt, wie du sagtest. Wo genau wird diese Gesandtschaft stattfinden? Hinter dem Schrecken. Die Schlucht, die westliche Grenze des Sonnenreichs markiert. Die Festung Fahllicht liegt an ihrer äußersten Ecke. Die Gesandtschaft trifft sich direkt vor ihren Toren. Es ist ein langer Marsch. 2 Wochen zu Fuß. Mit Tempo sind wir in ein paar Tagen da. Vielleicht sollten wir lieber hier übernachten und morgen früh weiter. Natürlich. Ich regle das. Thank you.
salt, their kindness calls to me. I have to block it out. My voice has grown so somber. These words don't seem like mine, but the iron won't subside. No matter what I try. My raindrops in the flood, in this emptiness, in the storm. If I falter, if I fall, the wave inside my soul carries on. Path we lost. And my raindrops in the flood, in this emptiness, in the storm. If I'm broken, if I'm torn, carries all I know. Who can take my hand in the flood? Horizon. Forbidden West. Stahl und Funke. Ha! Hab noch nie jemand gesehen, der auf einem der Dinger reitet. Ha. Komm ich so nach Fahrlicht? Ja, das heißt eigentlich. Nur nicht heute. Noch nicht. Und wieso nicht? Naja, der Schrecken. Das ganze Tal ist verseucht von Maschinen. Maschinen sind kein Problem. Tja, das glaube ich dir, aber ich habe strikten Befehl, erst zu fahren, wenn der Pfiff von Kettenkratz das okay gibt. Hör zu. Ich bin nicht so weit gereist, um hier zu warten. Entweder setzt du die Bahn in Gang, oder ich mach's. Tja, aber wer würde sie wieder raufziehen? Na gut. Aber wenn jemand fragen sollte, sagst du besser, du hast mich gezwungen. Ich sehe Rauch, aber nicht viel Aktivität. Der Rauch kommt bestimmt von etwas, das die Maschinen zerlegt haben. Und was die Ruhe angeht, tja, wegen all der Aufregung gab es einen Arbeitsstopp. Welche Maschinenarten machen die Probleme? Bösartig. Und zwar jede Menge. Man nennt sie Dornrücken. Seltsam ist, dass sie nicht aus dem Schrecken stammen. Sie tauchten plötzlich einfach auf. Keine Jäger, die sie töten. Oh, wir haben Jäger. Nur niemand, der Ulvund verärgern will. Er ist der selbsternannte Boss von Kettenkratz. Der Arbeitsstopp war seine Idee.
Naja, also ich bin nur auf der Durchreise. Ich muss zu einer Gesandtschaft. Sag das doch gleich. So bald wird die nicht stattfinden. Was willst du damit sagen? Hörst du das? Das ist deine Antwort. Wer ist das? Ein Kaja Sonnenbüßer. Hab ihn gestern runtergebracht, etwa eine Stunde bevor die Maschinen kamen. Er ist ein sehr wichtiger Mann. Fragt euch was. Die Gesandtschaft im Fahrlicht? Er ist der, der sie leiten soll. Ha! Wenn du nicht sofort tust, was ich sage, erfährt der Sonnenkönig selbst von deiner Anmaßung. Dank dir musste ich die Nacht frierend im Zelt verbringen. Völlig ungeschützt. Ich bin fast gestorben. Mich willst du nicht fahren, aber das... Das... Was? Das Nora-Mädchen? Die Wilde? Zur Seite, tauge nichts. Wadis, das ist Aloy. Gelehrter Wadis. Aloy, die Retterin von Meridian. Wirklich? Nun, das lindert die Kränkung, schätze ich. Ich komme wegen der Gesandtschaft in Fahrlicht. Wie ich höre, du auch. Tja, nicht solange das Tal infiziert ist. Und so erklärte Araman, die Sonnenpriester zu kostbaren und würdigen Hütern. Siehst du, die Schrift. Ich ziehe weiter nach Fahrlicht, wenn der Hauptmann der Garde mir sagt, dass der Weg frei ist. Nicht einen Moment früher. Gut. Der Hauptmann ist ein Freund von mir. Wo ist der Rent? Ich würde gern mit jemand reden, der Taten vorzieht, nicht Schriften. Wadis. Gelehrter Wadis. Gelehrter Wadis sandte Erend und noch eine Garde am Morgen los, den Weg zu bahnen. Und so geschah es. Hey! Sch! Weiter das Tal runter? Ja, sie wollten in den Ruinen links nach Spuren suchen. Dort gingen sie hin. Okay. Ich hörte, es herrscht Arbeitsstopp. Wo kann ich Sachen herstellen? Der Schmied in Kettenkratz lässt dich bestimmt seine Werkbank nutzen. Für die Dornrücken solltest du dir Säurepfeile herstellen. Triff ihre Kanister damit und schalte sie schneller aus. Danke. Ich suche Erend und bring ihn zurück. Hey! Wo willst du denn hin? Na, zum Gipfel, um in Sicherheit zu warten. Tut mir leid. Der Fahrer hat strenge Befehle. Keine Passagiere bis zum Pfiff, stimmt's? Ganz genau. Fang mal an zu kurbeln. Wieso? Wieso? Joruf, geleitest du bitte den Gelehrten nach Kettenkratz und wartest da auf mich? Schon dabei. Ich finde Erend und mach den Weg frei. Aber danach keine Ausreden mehr. Fahrlicht. Gesandtschaft. Wenn dies der Wille der Sonne ist? Das wird es. Vertrau mir. Ja, da muss Aloy sich ein bisschen durchsetzen, ne? Mit Erfolg. Der Gelehrte, nur weil er halt gelehrter Sonnenpriester ist und so. Ich muss Erend finden. Aber ich sollte vorher meinen Bogen in Kettenkratz verbessern. Vorher lesen wir aber noch diese Nachricht hier. Anordnung des Kommandanten. Gescannte Glyphen. Schriftrolle. Eine kurze Schriftrolle aus Pergament mit einem offiziellen Siegel. Auf Anordnung von Kommandant Nozar werden alle Einwohner des Schreckens hiermit über Folgendes informiert. Die Tore zwischen Fahrlicht und dem Niemandsland werden aufgrund der bevorstehenden Gesandtschaft verschlossen und versiegelt. Bis auf Weiteres darf niemand passieren. Es werden keine Ausnahmen gemacht. Unabhängig von Clan, Haus oder Stammeszugehörigkeit. Aufgrund früherer Beschwerden und Missverständnisse wird nochmals betont, dass auch für die Osaram keine Ausnahmen gelten. Alle außenstehenden Vereinbarungen hinsichtlich der Ein- und Ausreise werden hiermit als verschoben oder nichtig erklärt. Je nach Art und Zeitpunkt der Vereinbarung.
Es werden keine Ausnahmen gemacht. Und noch einmal, um alle eventuellen Zweifel aufzulösen. Alle genannten Regelungen betreffen auch die Osseram, unabhängig von allen Umständen, Ausreden oder sogenannten bindenden Verträgen. Beschwerden und oder Entschädigungsforderungen, soweit angebracht, können bei meinem Stellvertreter Hauptmann Lavan eingereicht werden. Unterzeichnet im Licht der Sonne Rosar Arin Kurvaman, Kommandant von Fahrlicht. Okay. Dann wissen wir Bescheid. Können wir mal gerade auf die Karte gucken. Sind wir jetzt schon im verbotenen Westen hier so nah dran? Hier ist Fahrlicht. Da ist Kettenkratz, da müssen wir hin. Boah. Riesig die Karte. Yo! Oh, meine Freunde, das wird ein langes Let's Play. Das wird eine lange Reise. Puh! Ah, ich freue mich drauf. So viele Maschinen zu entdecken, dann später. Hier geht's schon richtig los. Fragezeichen und so weiter. Okay, ich würde aber sagen, wir verstärken uns erstmal unseren Bogen, anstatt uns hier direkt ins Getümmel zu werfen gegen die Maschinen. Erstmal richtig ausrüsten. Da vorne sehen wir auch schon direkt das erste Lagerfeuer. So, gelehrter Uadis. Ich muss jetzt nachdenken. Ich pack ein und dann geht's weiter. Jo, pack mal ein. So, ich geh schon mal vorne. Da unten sehen wir schon die erste Maschine. Lagerfeuer entdeckt. Und direkt noch eine Truhe. So, an den Rand des Abgrunds. Begib dich nach Kettenkratz. Und zweitens, finde Erend. Begib dich zu Erends letzten bekannten Aufenthaltsort. Machen wir doch. So, manuell speichern. Machen wir doch. Zack. Alles klar. Sieht schon spektakulär aus, ne? Wie gesagt, ich werde versuchen, alle Fragezeichen hier und da so ein bisschen abzuklabastern. Die verschiedenen Maschinen, diese Maschinen zu jagen das Lager und so. Zerstört haben. Dieses Tal ist definitiv nicht sicher. Dann können wir von hinten... Weg mal. Zack. Ich bin so, nehmen wir schon mal was mit. Achso, der guckt da noch. Okay. So, Teile markieren auf jeden Fall. Sich da eingetragen? Wo ist denn hin? Einfach weg. Okay. Da ist er. Man hat kampfunfähig machen hier mit seinem Getröte. Alles klar.
noch eine Nachricht. Sonnenkriecherpolitik. Schriftrolle, eine Schriftrolle mit Fettflecken und hastig gekritzelten Glyphen. Diese Sonnenkriecher und ihre verdammten Diplomatie. Reden wir nicht um den heißen Schmied die heiße Schmiede herum. Das ist nur ein hübsches Kaja-Wort, das den Tanakt bloß nicht auf die Zehen treten bedeutet. Was sie auch nicht tun sollten. Sie haben allen Grund, diese Rohlinge zu fürchten. Aber ich gehöre nicht zu den Kaja. Ich habe nicht immer wieder versucht, den Westen zu erobern, nur weil mir danach war. Ich kann mit diesen Gesandtschaften nichts anfangen. Noch so ein hübsches Wort für wir schwenken die weiße Fahne. Bitte tötet uns nicht. Und jetzt sitze ich auch noch auf dieser Seite der Mauer fest, weil die Kaja es einfach nicht lassen konnten. Ja klar, es sind andere Zeiten. Sonnenkönig Avad glaubt an den friedlichen Dialog. Tja, schön für ihn. Aber einfache Stöberer, Händler und Bastler wie ich sitzen hier rum und drehen Däumchen, bis die Priester und Marschälle ihr kleines Kaffeekränzchen beendet haben. Oder was immer die da machen. Ganz zu schweigen von unseren Brüdern und Schwestern auf der anderen Seite der Mauer. Wie sollten sie Hilfe und Vorräte bekommen, wenn das Tor geschlossen ist? Wie lange müssen wir hier noch rumhocken? Angeblich warten sie noch auf irgendeinen Sonnenpriester. Aber waren diese Schwachköpfe nicht eigentlich die Wurzel allen Übels? Die haben den verrückten Sonnenkönig doch erst angestachelt, den Westen anzugreifen. Das hier aufzuschreiben sollte mich eigentlich beruhigen. Aber jetzt habe ich nur noch mehr Druck auf den Belgen. Je länger das Tor geschlossen bleibt, desto mehr Scherben verliere ich. Mir reicht's. Ich gehe nach Fahrlicht, muss an irgendwem Dampf ablassen. Vielleicht bringt mir das ja was. Okay. Da konnte einer nicht erwarten und regt sich über die Priester auf. Zu Recht. Ja. Wer den ersten Teil kennt, weiß, dass die Priester nicht immer gut sind. Ein Edelstein. Sind ja auch nur Menschen. Grün wie Lohe, aber hart und glänzend. Ob Händler wohl daran interessiert sind? Ja, Grünglanzsplitter. Du hast ein Stück Grünglanz gefunden. Eine seltene und wertvolle Ressource. Grünglanz kann genutzt werden, um Waffen und Outfits zu verbessern oder mit bestimmten Händlern getauscht werden. Es ist auf der ganzen Welt versteckt. Wahrscheinlich auch seltener. Oder gibt es noch seltenere Exemplare davon? Mein Rucksack ist voll. Ich pack's in den Vorrat. Ja, alles mitnehmen, was geht, ne? Man weiß nie, wofür man das dann noch gebrauchen kann, wenn man mal nicht mehr so viel hat. So. Alles klar. Das muss Kettenkratz sein. Joruf meinte, hier könnte ich meinen Bogen verbessern. Könnte auch was mit meiner anderen Ausrüstung basteln. Na, da ist auch noch was. Guck mal. Bitterkraut. Und da ist wieder so ein Grünglanzding. Ich sollte das Wasser abschütteln. Oh! Grünglanzsplitter, aber diesmal in Blau. Das ist nicht blaue Farbe, sondern von der Seltenheit eher blau. Ich glaube, grün ist immer gewöhnlich. Blau ist immer selten. Was gibt's denn nach Blau? Ich glaube,
Lila gab es im ersten Teil, das ist glaube ich episch. Und dann gab es noch Orange, das war glaube ich legendär oder so. Okay, wir sollten erstmal nach Kettenkratz. Da ist so viel zum Sammeln. So, hier sind die Tore natürlich noch zu. Und da gibt es unsere erste Nebenmission auch hier oben auf dem Kompass. Eine Fremde nähert sich. Ist das die Retterin? Möchtest du rein, Retterin? Ja. Möchten wir. Willkommen in Kettenkratz, Retterin. Macht auf, Jungs. Befehl von Joruf. Mir soll's recht sein. Bei der Schmiede. Petra? Aloy, was machst du denn hier? Wird Zeit, dass in diesem Loch mal was Nettes auftaucht. Schön, dich zu sehen. Und keinen Moment zu früh. Komm schon. Die Brauerei ist das Einzige, auf das man hier zählen kann. Hab's gehört. Die Maschinen, Arbeitsstopp. Oh, das sind nur die neuesten Störungen. Kettenkratz pfiff immer schon aus dem letzten Loch. Ja. Und da ist auch schon das größte Problem. Nicht unser Land, nicht unser Problem. Die Dornrücken sind jedermanns Problem. Orwind? Du hast von ihm gehört. Ja. Zu seiner Geschichte trinkt man am besten ein kaltes Bier. Petra. Ich bin nur auf der Durchreise. Nach Westen. Oh. Die Gesandtschaft in Fahrlicht muss stattfinden und dann zieh ich weiter. Ah, natürlich. Wichtige Dinge zu tun. Tja, Flammenhaar. Schön, dich zu sehen. Wenn du weiterziehen musst. Petra. Aber wenn du ein kaltes Bier trinken und mit einer Freundin lachen willst, komm in die Brauerei. Wie du willst. Dieser Irrwind riecht nach Ärger. Vielleicht kann Petra Hilfe brauchen. Aber zuerst muss ich die Werkbank finden und meinen Bogen verbessern. Kettenkratz. So. Und sofort haben wir hier massig an Nebenquests zu tun. So, gucken wir mal. Da ist die Werkbank. Oh, guck mal, der hat da noch was. Stecken wir uns mal schnell ein hier. Wenn das umsonst ist beim Schmied, warum nicht? So, Werkbank. Okay. Dann zeig mal her. Waffen-Upgrades, Outfit-Upgrades, Beilenherstellung, Waffen-Upgrades. Frostschleuder können wir verbessern und Jägerbogen. Machen wir mal den Jägerbogen. Säurejägerpfeile, jawohl. Können wir aber direkt nochmal verbessern, weil wir haben die passenden Teile dafür. Das haben wir leider nicht. Gut. Den können wir auch verbessern. Und da wieder nicht. Okay. So, unser Outfit können wir aber auch verbessern. Können wir sogar noch mal verbessern. Und das können wir wieder nicht. Weißhorn-Geweih. Ah, ist schon episch, ne? Also ist schon lila, ja. Okay. Fallenherstellung. Können wir Fallen herstellen? Ach, die Sprengfalle. Ja, gut, okay. Du, ich weiß, dass du mich siehst. So. Eine Munition, die Säureschaden verursacht, ist jetzt in deinem Inventar verfügbar. Scanne Gegner mit deinem Fokus, um herauszufinden, ob sie säureanfällig sind. Gegner mit Säure zu treffen, baut ihren
korrodiert Zustand auf. Sobald dieser Zustand aktiv ist, nimmt die Rüstung des Gegners Schaden über Zeit. Und der Widerstand gegen Schaden ist geringer. Triff Säurekanister mit Säurepfeil, um sie zu sprengen und eine große Elementarexplosion oder Elementexplosion auszulösen. Ja, versuchen wir mal drauf zu achten und die zu treffen. Jetzt muss ich nach Irren finden und mit ihm die Dornrücken erledigen. Hey, ich dachte, du wärst schon weg. Mal hier, zack, so. Kann hier nämlich so Schnellwechsel machen. Was? Das ist dein Vorrat. Er kann in jeder Siedlung, aber auch an vielen anderen Orten auf der Welt gefunden werden. Wenn du Objekte aufsammelst, die du nicht mehr tragen kannst, werden sie stattdessen an deinen Vorrat geschickt. Und dort aus kannst du Objekte individuell zurückholen oder deine Ressourcen aufladen, indem du Viereck gedrückt hältst. Durch das Verbessern deiner Beutel an der Werkbank kannst du deine Tragekapazität erhöhen. Okay. Gucken wir mal rein. Achso, alle Kategorien auffüllen. Kann man hier noch den Typ einstellen? Heilung, gewöhnlich, ungewöhnlich. Würde ich so machen. Werkzeuge. Würde ich nach Tränke oder so. Munition. Ja, würde ich auch so. Würde ich auch noch Typ machen. Und da würde ich auch Typ machen. Auch wenn noch gar nichts da drin ist, aber... Ja. Du bist zurück. Oh nein. Ja, hallo. Noch mit dem kann man gar nicht reden, oder was? Schade, bei dir kann man nicht rein. Gut, dann würde ich hier erstmal abspeichern. So. Sage damit erstmal so, Freunde, hiermit beenden wir diesen Part von Horizon Forbidden West und sehen uns im nächsten direkt wieder. Da werden wir uns hier ein bisschen mal in Kettenkratz umschauen, vielleicht schon die eine oder andere Nebenquest hier annehmen und so, und ja, uns ein bisschen Zeit lassen, dann vielleicht noch zu Ehren gehen, weil das ja die Hauptquest ist, also. Aber ich würde mir im großen Teil würde ich mir halt gerne mit dem Spiel auch Zeit lassen, dass wir halt die Nebenquests auch machen und so. Das kommt auch unserem Level dann später auch zugute, dass wir nicht zu unterlevelt sind bei manchen Sachen. Und ja, das ist so mein Spielgefühl. Ich hoffe, ihr seid weiterhin dabei. Unterstützt mich weiter. Und ja, schreibt doch auch mal gerne in die Kommentare, wie ihr das findet. Oder auch... könnt ihr auch ein paar Tipps schreiben, aber nicht spoilern. Und ja, ich sag erstmal an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr halt keinen weiteren Part von diesem Let's Play verpasst. Bis dahin, Freunde. Ciao.